Baumaschinenhandel beschränkt sich schon lange nicht mehr nur auf den Verkauf der Maschine. Kunden verlangen heutzutage Systemlösungen, die auch den Total Cost of Ownership berücksichtigen. Die Kundenanforderungen aus der Sicht von Zeppelin-Baumaschinen erläutert der Vorsitzende der Geschäftsführung, Michael Heidemann. Wir haben unseren Service in Service-Pakete aufgegliedert in 5 verschiedene Service-Pakete. Viele von Ihnen sind Ihnen bekannt. Das fängt an mit der Information über all das, was wir Ihnen anbieten, über Caterpillar Product Link, also über das, was die Maschine sozusagen selbst berichtet, bis zur Stufe 5, bis zum kompletten Full-Service, bis zum Rundum-Sortlos-Paket, wo Sie selbst eigentlich nur noch den Sprit, den Diesel zur Verfügung stellen und den Fahrer. Also die gesamte Palette, aber auch hier wieder gilt, wir bieten Ihnen das an, was Sie haben wollen, was Sie benötigen. Jedes Unternehmen ist anders organisiert. Ein Unternehmen verzichtet auf den eigenen Service, dem anderen Unternehmen ist es wichtig. Und wir finden, beides ist richtig. Sie werden das wissen, warum Sie das tun. Oft gibt es dafür Gründe, warum Sie den eigenen Service im Haus haben, und wir unterstützen auch genau das. Das heißt, uns liegt vor allen Dingen daran, dass Sie zufrieden sind. Und wir möchten Sie, wenn Sie den Service selber machen, Sie auch entsprechend unterstützen. Mit dem Training Ihrer eigenen Mitarbeiter, mit der Zurverfügungstellung der entsprechenden Dokumentation, sodass Sie den Service auch im eigenen Haus durchführen können, nach den Richtlinien des Herstellers natürlich. Und wir helfen Ihnen dabei, dass möglichst die passenden Ersatzteile, die Sie benötigen, auch punktgenau, zeitgenau bei Ihnen in der Werkstatt sind, sodass Sie nicht auf diese Teile warten müssen. Deshalb würde ich ein Thema gerne herausgreifen. Das ist unser neues Angebot Z-Parts. Das ist eine Art Abonnement, wenn Sie so wollen, für Ersatzteile. Das heißt, wir bekommen die Informationen über die Korrespondenz der Maschine. Die Maschine gibt uns die Information, die nächste Inspektion ist fällig. Wir informieren Sie kurz darüber und Sie entscheiden, ich will jetzt dieses Ersatzteilpaket, also das Paket für die anstehende Inspektion, haben oder nicht. Und wenn Sie sagen ja, dann kommt das Ersatzteilpaket pünktlich zu Ihnen und ist genau an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt. Die Einsatzberatung ist auch ein ganz wesentlicher Punkt von Zeppelin. Seit Jahrzehnten bieten wir nicht nur das gelbe Eisen von Caterpillar an, sondern wir sind bei Ihnen auf der Baustelle. Wir helfen Ihnen dabei, das richtige Fahrzeug auszusuchen. Das betrifft unsere eigenen Vertriebsmitarbeiter, das betrifft aber auch unsere Einsatzingenieure, alles in der Regel ausgebildete Bergbauingenieure, die insbesondere bei schwierigen Einsätzen darauf achten, dass sie die richtigen Maschinen haben, den richtigen Einsatz. Wenn der eine oder andere sich erinnert, Graf Kesselstadt hat vor 3 Jahren selbst aus einem konkreten Projekt berichtet, da ging es um seinen Steinbruch, um den optimalen Einsatz von Maschinen. Das ging bis zur seismografischen Untersuchung des Materials, wo wir dann festgestellt haben, macht es hier überhaupt noch Sinn, mechanisch zu reißen. In diesem Fall war es so der Fall, dass wir gesagt haben, nee, eigentlich ist das nicht wirtschaftlich. Wenn du Auflockerungssprengungen durchführen darfst, dann empfehlen wir dir das. Obwohl wir eigentlich natürlich viel lieber große Planierraupen und Radlader verkauft hätten, aber es machte einfach hier keinen Sinn. Das heißt, mit Auflockerungsbohrungen und Sprengungen konnte man am Ende deutlich wirtschaftlicher das Material entsprechend lösen, verladen und weiterverarbeiten, und das war ein gutes Beispiel dafür, wo die Einsatzbereitung von Zeppelin dabei zu beigetragen hat, deutliche Kosten zu reduzieren und am Ende natürlich auch die Effizienz zu verbessern. Und was wir gerade gehört haben, gerade die Bauwirtschaft und Baustoffindustrie kann es ja gut gebrauchen, wie wir übrigens auch, unsere Wirtschaftlichkeit zu verbessern, um am Ende eine akzeptable Rendite zu erzielen. Und das gehört einfach dazu. Das sind die Hausaufgaben, die wir gemeinsam durchzuführen haben. Hinzu kommt auch, dass auch die Fahrer entsprechend geschult sein müssen. Ich sagte es bereits vorhin, dass es schwierig ist, heute geschulte, gute Fahrer zu bekommen. Das wird immer schwieriger, deshalb bieten wir entsprechende Schulungen an. Die können bei uns stattfinden, die können bei Ihnen im Betrieb stattfinden, sodass Sie Fahrer haben, die die Maschine beherrschen. Immerhin handelt der Fahrer dort eine Maschine, die in der Regel in der Investition deutlich über einem PKW liegt, deutlich über einer anderen Maschine. Sie investieren 100, 200, 500.000 Euro in eine Maschine und der Fahrer ist oft nicht entsprechend trainiert, mit diesem teuren Gefährt entsprechend umzugehen. Und deshalb empfehle ich Ihnen auch, nutzen Sie die Fahrerschulung von Zeppelin. Unsere Experten stehen dafür zur Verfügung, dass Ihre Mitarbeiter mit dieser teuren Investition vernünftig und pfleglich umgehen. Ich freue mich auf die Gespräche mit Ihnen, auf das hochinteressante Großseminar hier in Willingen. Ich glaube, Sie haben hier den richtigen Ort getroffen, Herr Guttenberger. Das sieht alles ganz klasse aus. Bedanke mich ganz herzlich und wünsche Ihnen ein
wunderbares Seminar mit viel, viel guten Gesprächen, vielen interessanten Informationen. Viel Erfolg und einen schönen Tag. Dankeschön. Bauforum 24 TV. Construction in Motion.